So, wir schauen zum Sport. Marco Pahl ist bei mir. Und heute Nachmittag war es im Funkhaus hier so ein bisschen turbulent, Marco. Ein paar Türen weiter wurde gehofft und gebangt, oder? Ja, für den Norden wurde die zweite Runde im Fußball-Landespokal ausgelost. Und wir zeigen gleich, wer das große Los gezogen hat. Vorher ein kurzer Blick zurück aufs Pokalwochenende. Was man sagen kann, die Kleinen haben sich gegen die Großen wirklich mit allem, was sie hatten, gewehrt und grandios verkauft. Siebtliges Schwarz-Gelb Bernburg blieb mit toller Moral gegen den 1. FC Magdeburg, wie erhofft, von einer zweistelligen Niederlage verschont. Und Sechstligist Amsdorf machte dem halleschen FC beim knappen 0:2 viel mehr Mühe als gedacht. Euphorisch dagegen die Stimmungslage bei den Anhängern des 1. FC Magdeburg. Die Anziehungskraft von Blau-Weiß ist riesig. Der Pokalauftritt in Bernburg bescherte dem gastgebenden Landesligisten Schwarz-Gelb einen Rekordbesuch von 1.800 Zuschauern. Der 1. FCM hat für das Drittliga-Heimspiel nächsten Sonnabend gegen Hansa Rostock schon fast 20.000 Karten verkauft. Nicht nur für die Fans des 1. FC Magdeburg wurde es bereits heute spannend. 8 Spiele der zweiten Runde des Fußball-Landespokals wurden hier im MDR-Landesfunkhaus ausgelost. Glücksbringer für die Vereine im Norden war der Direktor des Magdeburger Zoos, Kai Perret. Hier links im Bild neben dem Auslosungsleiter vom Fußballverband, Klaus-Peter Fischer. Magdeburgs Zoodirektor war genau der richtige Mann für die Loskugeln, denn die Fußballvergangenheit von Perret hat mit Zebras zu tun. Kai Perret ist nicht nur Tierliebhaber. Der Magdeburger Zoodirektor hat auch ein Herz für den Fußball. Ja, ich habe viele Jahre beim MSV Duisburg in der Jugend gespielt. Also ich bin so ein gebürtiges Zebra. Und das passt natürlich auch zu meinem Beruf als Zoodirektor. Und von daher ist die Verbindung ziemlich direkt. Und ich bin natürlich auch ein fleißiger Stadiongänger beim FCM. Für den Drittligisten zog der Zoodirektor einen Kreispokalsieger aus dem Lostopf. Das kleine Altmarkdorf Liesten bei Salzwedel war vor 4 Jahren schon einmal Gastgeber für den 1. FCM. Der SV Liesten fühlt sich gut gerüstet für das nächste große Fußballfest. Mit Hilfe von allen werden wir das packen und werden wieder ein ähnliches Fußballfest draus machen. Und freuen uns natürlich, dass die Magdeburger zu uns kommen, und wir geben unser Bestes. 2013 gastierte der 1. FCM noch als Regionalligist beim SV Liesten. Die Gastgeber aus der Altmark sind den Magdeburgern in guter Erinnerung geblieben. Es war damals sehr gut organisiert, es war ein tolles Ambiente. Und der 1. FC Magdeburg siegte damals 7:0. Auch mit Spielern, die heute noch dabei sind. Christian Beck unter anderem, Marius Sowislo und Nico Hamann damals mit dabei. Der 1. FCM wieder in Liesten, Germania Halberstadt, gastiert beim Landesklassevertreter 1. FC Nienburg. Die zweite Runde des Landespokals für die Gruppe Nord wird am 7. und 8. Oktober ausgetragen. Aus Sachsen-Anhalt Süden haben sich bereits 8 Vereine für das Achtelfinale qualifiziert, darunter der Hallische FC.